Gehen wir da trotzdem mal hin. Gucken aber vorher noch mal, was die neuen Gems so machen. Protect, Magic, Superpower, Spirit, Wisdom, Fire Element, bla bla bla. Godly Effect Gem. Okay. 50% mehr Damage auf Weakness. Wäre nice, wenn ich selbst Wehr spielen würde. Das ist schon nice, Willpower, aber ich will jetzt alles andere nicht weggeben. Also, ja gut, das Geld kann man jetzt theoretisch rausnehmen, aber lasse ich doch mal drin. Erst wenn ich wirklich mit einem starken Charakter quasi Leute hochziehen will, nehme ich nur Full Damage mit, außer bei den Leuten dann Erfahrungspunkte mit. HP recovers 1% every second. Also 1,5% kann ich theoretisch gerade mitnehmen. Aber das ist an sich schon nice. Aber es braucht ein normales Team nicht, aber ein Low-Level kann das auch nicht gebrauchen, wenn er One-Shot ist. Und eine Sekunde braucht zu lange. Who cares? So, Krater. Dann können wir theoretisch nochmal beim Logi Mountain vorbeigucken. Denn der Logi Mountain hatte ja immer noch eventuell diese komische Quest. Na, da habe ich leider keine Beschreibung, wie ich das triggern kann. So, ich glaube, die Abyssal Worms war auf dem Weg einer, oder? Sonst muss ich halt zurücklaufen. Mitnehmen, bitte. Da kann ich leider nicht nachlesen, was jetzt das Problem war. Hallo, Abyssal Worm. Jo, Quest complete. Das heißt jetzt einfach schnurstracks zum Boss und hoffentlich nicht gerade eben runterfallen. So, ihr könnt mich mal. So, dann ist der Boss. Das war doch dieser El Mirage, der komische Kreistyp. Das war doch nicht der komische. Hast du nicht gesehen? Und hier auf der Karte sehe ich auch kein Event, was eventuell was anderes triggern würde. Daher habe ich echt keine Ahnung, was die von einem wollen. Taucht doch gerade auf. Wie man sieht, nein! Ja gut. Ich kann keine Scrolls of Return benutzen. Ja, gut zu wissen jetzt, dass ich das in den Bosskämpfen nicht tun kann. Ach Mann, ey. Ja, ich will nur mal sagen, wo zur Hölle ist dieser Boss? Den werde ich. Wird wahrscheinlich die letzte Quest sein, die ich nicht machen kann. Vor Beenden oder Anfang des anderen Teils da. Vor allen Dingen dadurch, dass man die Scroll nicht in Bosskämpfen machen kann und ich jedes Mal nochmal nachgucken will, wo man nochmal welchen Bosskampf macht oder den einfach besiegen will, muss ich den Bosskampf halt machen. So, wenn das so nervige viele HP sind, ist kacke. Ich kann theoretisch Juni jetzt die anderen Stärke-Items noch reinpfeffern, aber nö. Juni wechsle ich anscheinend eh bald aus. Eine Heilung bitte. Dann eben eine Selbstheilung, bevor ich jetzt hier noch verrecke. Meine Schüsse treffen sie nicht. Auch gut zu wissen. Oder sie haben getroffen. Weil ich ja doch nicht so viel Schaden mache. Ja, kriege ich meine dritte Leiste noch vor dem Guardbreak. Hätte ich die Dinger nicht gemacht, dann wahrscheinlich. Oder? Nein! Direkt aktiviert, aber nicht direkt sofort wieder gedrückt. Das ist natürlich schade. Na egal. Okay.
Den dritten Block habe ich nicht hinbekommen. Weißt du, du hast zwar vielleicht, ouch, allgemein nicht so viel HP, ne? Aber du bekommst dafür weniger Schaden, ne? Weniger HP, aber mehr Death-Werte, auch nicht gerade schön. Ach, come on. Gut, immerhin haben wir jetzt die Abyss-Worms, aber verdammt nochmal, beim Krater soll ja noch was anderes los sein. Nämlich, wo ist mein verkackter Phönix? Keine Waffen für Juni und Verdi, die brauchbar sind. Aber gut, anders gesagt, Charaktere sind bald auf Max-Level und allein brauche ich nur Blanc und Blanc hat eine gute Waffe. Von daher passt das schon. Eigentlich nicht, aber sagen wir einfach, das passt. Oh, ich habe wirklich seine ganzen AP-Leiste dann in der Kombo. Oh, ja, nice. Sein, es passiert noch irgendwas. Nein. Oh, ich glaube, ich wäre da beinahe aus der Range gegangen. Aber schön, dass er die ganze Zeit gerade nichts macht. Na, schade. Ja, da sind meine HP fast weg. Genauso wie... Wollte ich lieber auf sicher gehen, nicht, dass ich den Perfect Block wieder nicht hinhaue, hinbekomme. Einfach mal heilen. weil ich dem Ausweichen nach rechts gerade nicht getraut habe. Er wäre wahrscheinlich wieder nach vorne gegangen. Oh Mann, ey. Immerhin hast du mir hast dir Fire Rock gegeben, um Stärke zu erhöhen. Was mache ich mit dem? Nein! Ja gut. Dann habe ich das halt gerade getan. Das habe ich schon geklärt, ne? Evil Spear, Garbolg und Kimimaro. Kriegt man die nochmal? Das ist aber so eine andere Sache. Was mich stört ist, immer noch, wo kriege ich den her? Aber das gucke ich, glaube ich, wirklich mal nach. So, was haben wir sonst noch zu erledigen? Ich hasse dich. Chrono Wasteland. Ach so, die zwei Unicorns. Jojo. Und Big Metal Logo in dem Tattoo-Tempel. Tattoo-Tempel. Intelligenz. Gut, dann gehen wir damit in die Chrono Wastelands und hoffen, wir kriegen was Besseres für ein Metal Logo. Full Focus auf die Unicorns. Der Rest ist eh egal. Außer die Materialien zum Einsammeln. Die sind natürlich nicht egal. Es sei denn, das sind Metal Rings, aber das kann man ja vorher nicht wissen. So, du kannst ruhig in die Luft gehen, nur nicht bei mir. War hier hinten um die Ecke einer? Oder war es ein Dogu? Ach, was warst du? Die Unicorns waren da hinten, glaube ich, um die Ecke. Also einmal hier, aber die Schwaden. Schwarz und weiß. Sollen die jetzt quasi Schwarz Incorporation und Weiß Incorporation darstellen? Ich glaube ja schon fast ja. Ich glaube, das war nicht hier um die Ecke, aber ich gucke trotzdem mal sicherheitshalber nach. Weil zur Not habe ich ja das hier. So, die hier. Gut. Den Metal Dugo müssen wir jetzt zum Glück nicht machen. Ach, die Quest habe ich doch schon erledigt. Egal. Habe ich sie jetzt eben noch mehr erledigt.
Ah. Ey, was? Bin ich da gerade in die offene Kiste reingebackt? Auch sehr nice. Hallo, don't notice me, Senpai. So, dann müssen wir nämlich hier außen rum. Und Geschichte. Ihr kommt mit. Allein, dass die 2000 Erfahrungspunkte geben. Und die Bellies könnte ich wirklich... die Multiplizierer könnte ich dafür wirklich mal rausnehmen. Und dafür dann irgendwie mehr Stärke reintun. Das würde mir noch helfen. Jedenfalls bei Juni. Die Sache ist, mit 1 Million Bellies sollte ich eigentlich komplett auskommen. Für was auch immer. Nee, stimmt jetzt nicht, Quest erledigt oder so. Oh, wait. Die habe ich jetzt verwechselt. Ulgadeus sind ja diese komischen Dinger, die ich nicht mag. Das waren welche Farben? Oh Gott, waren das die blauen? Ich glaube die blauen. Nee. Was sind die Balliste fast? Danke, dass du für mich weggeflogen bist. Ha. Natürlich sehr schön, dass ich jetzt quasi hier bin, aber ich kann hier runterspringen. Und da es hier 3 gab, müsste es ja auch irgendwo auch wieder geben. So, wenn ich jetzt hier runterspringe. Na komm, springen wir mal. Hier darf ich nicht runterspringen. Ernsthaft? Warum darf ich hier nicht runterspringen, wenn es auf der Karte so eingezeichnet ist? Ach Mann, ey. Das ist auch ein Ballistiker. Wo sind denn hier die Olgadeus? Also ich weiß, dass das in den Horrorgarns welche waren. Aber hier? Ah, hier ist einer. Die Roten. Ist gemerkt. So, die Frage ist, wo sind die nochmal? Weil jetzt so da hinten war, glaube ich, keiner mehr. Nö. Ach, kann es sein, dass die unterschiedlich spawnen? Dass die zwei gibt und jeder von denen auf der Karte einen Slot hat. Deswegen hatte ich letztes Mal 3 besiegt und jetzt nur 1. Und so. Das wäre natürlich mega kacke. Aber scheint so. Gut, dann machen wir es einfach. Und gehen direkt ohne irgendwelchen Buff nochmal rein. Und holen uns den einen Kill auf dem. Ah, warum dachte ich, das wäre der andere Unicorn? Aber gut. Soll wahrscheinlich Weiß-Schwarz in Corporation alles darstellen, die zwei unterschiedlichen. Natürlich, Metal Rings. Aber Unusual Timber nehme ich auch gerne mit. So, die Roten. Ulgadeus. Ah, haben wir doch gleich. 2 sogar, ja? Okay. Dann stimmt das sogar, was ich gesagt habe. Wir nehmen einfach einen Slot dafür ein und dann ist das entweder der oder nicht. So, Quest erledigt. Jo. Ab nach Hause. Level 90 für wer? Sind sie auch in diesem Bereich? Was war ich jetzt? Hm, 96. Ist ja bald Max Level. Flash Gem. Raging Waves Gem. So, das heißt... Jetzt ist nur noch der Big Metal Dugo dran. Ja, was habe ich von Prayer?
XP Plus ist so gut für ein Big Metal Dogo. Nur indirekt. Ich meine, viel XP multipliziert mit 0,1, ist da auch schon mal was. Hatte ich den Big Metal Dogo nicht hier? Ich kann mich erinnern, trotzdem nochmal hier reingegangen zu sein. Der Big Metal Dogo ist ja in diesem einen Raum da. Da wir XP-Boni haben, können wir hier schon mal ein paar Gegner besiegen, ne? So ein paar. Meine 1800 ist jetzt auch nicht gerade die Welt, aber die anderen Monster da haben ja auch nur 2000 noch was gegeben, wenn es jetzt nicht unbedingt so ein Riesenteil war. Das ist jetzt nur mit Bonus, dafür gehen die aber auch schneller weg. Ah. Ich meine, die muss man jetzt nicht unbedingt beachten. Sharp Stone Blade. Was ist das denn bitte? Sollte eigentlich keine Ausrüstung sein. Eigentlich. Sicher bin ich mir da nicht. Okay, die besiegen wir nicht. Ich glaube, da reicht ein Big Metal Dogo vollkommen aus. Hallo. Ich meine, normalerweise sollte Feuer ausgerüstete Elementarier ein bisschen was bringen. Bei Metall jedenfalls, aber bei Metallschleimen überhaupt nichts. Ja, merkt euch das, falls ihr mal im Real Life einem Metallschleim begegnen solltet. Feuer hilft nicht. Überhaupt nicht. Aus Erfahrung kann ich sagen, ihr hilft einfach nur draufkloppen. Und Ausdauer. Ach, come on. Wer denkt sich diese Gegner immer noch aus? Ich meine, ich sehe überhaupt nicht vor, denn es ist einfach nur raufklopfen und das war's. Hätte das wenigstens ein bisschen etwas von Beanspruchung von überhaupt irgendetwas außer einen Knopf drücken. Okay, ich erhöhe auf 2. Relevante Knöpfe. Ich meine, ich kann auch die ganze Zeit mich nur hin und her bewegen und immer Viereck drücken. Oh. Wenn ich jetzt aus Versehen auf Teleporter komme, ist natürlich nicht toll. Aber wobei, der Teleporter ist ja egal. Der Teleporter ist ja egal. Ziel ist es, Guardbreak down zu machen. Wuhu, über 400 Treffer. Gerade mal über 800 Damage gemacht. Also im Schnitt mache ich 2 Damage. Pro Treffer. Auch wenn ich mehr Dreien sehe. Ich mache sogar nicht mal im Durchschnitt 2 Schaden, sondern sogar ein bisschen weniger. Na gut, die Nullen, die zählen halt schon ein bisschen sehr viel dazu. Autsch. Jetzt krieg mich nicht auf das Feld, okay? So, und jetzt beenden wir das mal eben. Danke! Jo, und Level Up. Gehe ich trotzdem mal hier rauf. Um wieder zurückzugehen anscheinend. Den Boss kann ich nicht immer wieder bekämpfen. Und ich habe keine Aubergine dabei. Zum Glück habe ich ja die Scrolls of Return. Auch wenn es schon relativ viele gibt, also Rückkehrpunkte. So, jetzt fehlt wirklich nur noch der Kack-Phönix, ne?